In allen ist was drin. So. Alter. So, die obere Kiste ist mit Sachen, die wir vielleicht noch brauchen könnten, so wichtige Sachen, und da unten ist erstmal Krimskrams. Irgendwas reingesch. Ja, warte, ich kann direkt ein bisschen dazu schmeißen. Und die linke ist einfach so ein paar Dekorativgegenstände. Die in den kleinen Kisten keinen Platz mehr gehabt hätten. Ich habe auch noch was Schönes mitgebracht. Was denn? Ja, warte. Boah, Alter, was habe ich nicht hier alles dabei? Scheiß die Wand an, ey. Du hast hier zwei EPP-Module. Das sind gar keine Bücher, wo du dachtest, wären Bücher. Das sind EPP-Module. Die solltest du selber aufbewahren in deinem Schiff hier. Jetzt in den linken. Da noch welche rein drinnen liegen? Im linken Bücherregal. Das ist wichtig für später dein Ja, ich hab die erstmal da reingelegt, weil ich sie nicht. Du sah auf dein Schiff? Wann es nicht schmeißen wollte. Schiff? Wollte sie nicht. Ja, ich kann es auch da lassen. Erstmal. Das ist aber eine Bücherei und das sind Elektrikteile. Wie dein EPP-Modul. Hat auch gar keinen Sinn. Der Sinn, wo ist er denn nur hin? Ah, da sind noch die Flüssigkeiten, das ist sehr gut. Das war die falsche Kiste. Ach, das ist auch noch eine Bandage, okay. Ich weiß, es ist überflüssig gewesen, aber egal. Weißt du, wie man sich eigentlich ein Auto repariert? Ja. Dann müsstest du mir das demnächst erklären. Nicht jetzt, demnächst irgendwann. Musst du Pinguin Pete. Oh. Der hilft dir dabei. Denn Pinguin Pete ist immer die sichere Wahl. Bei Autoreparaturen. Und Schiffserweiterung gehen sie zu Pinguin Pete. Pinguin Pete! Also, ich sollte Werbung machen, ne? Also, so wirklich. Werbung. Spezialist bin ich, ey. Ich glaube, wir sollten ein Schienensystem durch unsere Wohnung machen. Ja, das können wir demnächst auch machen. Hatte ich ja auch so vorgehabt, so wie vorhin im diesem Museumsding, ja. Dass wir da ein bisschen was bauen können. Haben wir irgendwas gehabt für Medizin? Ach, hier war die ganze Zeit eine Kiste, die wir nicht gefunden haben. Ja, was hast du? EPP-Modul und so. Okay. So krasser Scheiß halt eben. Kiste für Medizin haben wir bis jetzt noch nicht. Wir haben eine Apotheke. Ja, da können wir auch dann auch später noch die ganzen anderen Pflanzen einpacken. So diese Strings oder wie auch immer die heißen. Plant Fiber. Ich weiß nicht. Aus denen wir den Spritzenkram machen können. Würde ich schon später das da reinpacken. Na gut, die Pflanzen brauchen wir teilweise aber auch für andere Sachen. Ich weiß nicht für was. Nicht nur für diese Blüten. Diese Blüten. Brauchen wir für Farbe. Ja. Damit wir sprayen können oder. So, ne? Oder mullen, wie man in Fachkreisen sagt. Ja, ich kenne mich aus mit der Jugend von heute. Bin da voll up to date. Ich bin da voll fresh. Okay. Ja. Finde ich so raus, so im Hashtag Neuland.
Hashtagland. Im Rauteland, genau. Dieses Internet. Was ist das? Das sind die Banane. Ich habe so viel Kram, der nicht mehr ganz so gut ist. Nicht mehr ganz so gut? Ja. Will probably go bad soon. Oh, ach so. Was meinst du? Ah, den habe ich auch hier. Wie sollen wir denn jetzt da oben rankommen? Du kannst dir eine Plattform bauen. Schon Advanced Technology für dich. Ja. Du machst ja alles dreckig. Ist das dein Ernst? Ja, stimmt. Es ist wirklich wahr. Ich schwöre. Ich erzähl keinen Scheiß. Du machst dreckig. Hast die Füße nicht gewaschen. Ich reiß dir das halbe Haus ein. Guck mal, das Haus fliegt eigentlich mittlerweile schon in der Luft. Ja, aber dadurch wird es dreckig. Das ist schlimm. Fäkalien! Bevor wir dann weiterbauen, muss ich ja erstmal gucken, ob ich dann alles richtig gesetzt habe mit dem Stein. Von der anderen Seite, ne? Nee, generell. Also, ob da nicht irgendwie so eine Lücke, also so ein, weißt du, so ein, Versatz ist, also das dann irgendwie uneben, also das das Muster nicht ganz beibehalten ist. Verstehst du? Ich gehe immer mit dem gleichen Muster runter, aber das ist ja, das blöd. Das ist jetzt ganz gut. Ja, aber bevor wir weitermachen, erstmal nochmal ganz kurz gucken. Also bevor ich dann hier weiterbaue, dann. Nee, weißt du, verstehst du? Verstehst du? Ja. Nee, irgendwie nicht. Was? Verstehst du? Ja, verstehst du? Ja. Ja! Alter. Alter. Ich mach immer so eine Anspielung auf South Park, diesen Typen da. Verstehst du? Ach, warte mal. Dieser verrückte Serienkiller da. Der Cartman verrückt. Ja. Verstehst du? Verstehst du? Hier sind Bilder von mir, Ja, ich jetzt weiß wieder, wie du meinst. Aber ich weiß keiner, wo du überall war, aber verstehst du? Das hab ich vor Ewigkeiten geguckt, aber es. Mario stirbt bei Häuser. Bei Häuser. Mario stirbt bei Häuser. Ich will versuchen, da ranzukommen. Gott, schon. Nein! Ja. Ich baue immer mehr ab, das ist dir schon klar, ne? Ja. Vielleicht machst du mal von der anderen Seite erst, bevor wir gleich wirklich hier. Nee, ich mach ich auch. Mach ich schon die ganze Zeit. Ich geh mal links, rechts. Ich mach ein Links-Rechts-Kombi. Ach, jetzt ist es erst. Ja. Als du dir das Lager angeschaut hast, habe ich mir das schon so überlegt. Die Frage ist, ich wollte ja unten noch eine Lavagrube machen. Okay. Und da unten halt so Glasblöcke, ich meine. Wir brauchen hier unten gleich mal provisorisch ein bisschen Licht. Haben wir nicht noch irgendwo diese Flutleuchte? Die habe ich hier. Also. Wo haben wir denn Glas, Mario? Ja, Glas in der oberen Kiste. Ja, genau. Da hab ich dir selber reingefahren. Ist mir gerade eingefallen. Ich Idiot. Möchtest du das Flutlicht mitbringen? Ich weiß gar nicht, wo das ist. Hast du gesagt, das hast du in der Kiste da oben? Nein, nein, hier, aber haben wir das nicht oben, oder welches, ich weiß nicht, welches Flutlicht du meinst. Ja, ein Flutlicht einfach. Ein Licht, was auf drei
Bein steht. Ja, du. Ja, wo? Ah, das war die Frage. Ja, in einer der Kisten. Und das hast du ja gerade selber noch gesagt. Du wusstest wo. Nein, 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 oben bei den Kisten meine ich. Oben bei den Kisten haben die. Ich dachte, du meinst diese Deckenleuchten. Nee. Das Flutlicht, ich such's jetzt gerade. Ich find's gerade nicht. Haben wir überhaupt sowas? Ja. Das habe ich damals aufgestellt, als wir noch außen ja, die Kiste hatten. Irgendwo hast du es hingezahlt. Ach, da, Flutlicht. Genau. Ein Flutlicht. Ein Flutlicht. Ja, ich muss es doch erstmal suchen. Da steht nicht groß fett hier, hier Flutlicht, hier Christian, such mal. Das sind, die haben hunderte von Gegenständen. Ich weiß. Ich hab zu viel. Und wir haben ein Flutlicht. Hier, kannst du haben. Warte. Ja, stell's mal irgendwo auf. Bau mich denn nicht. So. Danke. Ich wollte mal Lava holen. Du kriegst ja nicht aus, einfach ab vom Licht. Ich mache mir unten selber nicht aus Lava. Aus thermischer Energie. Wenn ich die Lava finde. Macht der jetzt einen auf Öko? Ne. Dauert das hier ewig mit dem Haus. Wir bauen aber auch ein sehr schönes Haus. Irgendwie hat es gerade ein bisschen geleckt. Vielleicht haben wir einfach... Ich glaube, wir haben zu viele Pixel hier rumfliegen. Sammel die mal ein. Alter, warum fängt das auf einmal so zu lecken hier mit den ganzen Items? Beim nächsten. Hallo? Ja, hallo? Leck ich? Ja. Bist du noch da? Hallo? Hast du das Kabel umgesteckt? Ja. Okay, wenigstens kann ich wieder laufen, aber ich glaube, mein Inventar ist voll. Aber jetzt geht's wieder? Ja. Ein Pixel geht noch. Ah, guck mal, wir haben Lava da unten. Ja. Dann können wir jetzt darauf die Schmiede bauen, ne? Yep. Oh nein. Aber vielleicht muss ich das breiter machen, weil wir haben viele Schmieden. Ich würde das auch was machen. Vielleicht machst du einfach irgendwo den Raum, also diese Treppe gerade runter und machst dann nochmal so ein kleines Viereck, wirklich, so einen kleinen Raum. Was? Was? Ich weiß nicht verstanden, was du meinst. Warte. Ich zeichne das jetzt mal so ganz komisch in die Erde rein. Deswegen, wir brauchen Fläche für drei von diesen Dingern hier. Und dann vielleicht noch so einen. Na, gibst du wieder her? Gibst du wieder her? So ungefähr. Du ganz blöd reingezeichnet. Du hast diese Schrägen, dann gehst du nochmal gerade runter
und hast unten eine gerade Fläche, also mehr Platz. Ach so, also quasi das hier, was wir unten haben, nur ein bisschen breiter und dann darunter Lava. Ungefähr, ja, das kannst du eigentlich machen, in beide Richtungen nochmal so breit, wie dieser Lava-Klotz hier ist. Okay. Kannst du bitte den Replikator wieder droppen? Nein. Cool, okay. Hey! Es war ein Warnschuss. Was? Achso. Den hatte ich auch. Ich weiß nicht woher. Hey! Jetzt hast du die Stelle verdient, weil du so viel mitgenommen hast. Gierig warst. Was? Ja, du hast mich schon verstanden. Mann, ich krieg wieder so viel Hunger ein. Aber jetzt müssten wir eigentlich genug Platz haben für ein paar Räume, für eine fette Bücherei, für eine Küche, für ein Schlafzimmer. Also etwas mehr Platz haben wir auf jeden Fall. Wir tun aber in dieses Haus jetzt hier nicht das Feld rein. Das Feld tun wir ein bisschen außerhalb machen, ne? Also das heißt ein bisschen außerhalb, aber jetzt hier nicht im Haupthaus. Man kann das ja quasi einen Nebentrakt bauen. Genau. Das muss ja nicht ebenerdig sein, das ist ja scheißegal. Das ist ja, es muss ja kein Schönheitswettbewerb. Vor allem symmetrisch ist ja auch ein bisschen eintönig, ne? Ja. Da, toll. Toll. Ach, das fließt raus, oder was? Ja. Oh. Ist das Loch da? Ich habe nämlich gedacht, dass wir da Stein hintersetzen. Oh. Nö, würde ich nicht machen. Ich will das so lassen. Komm, mach das Licht, das zu. Nein, falsch rum. Ich komme jetzt nicht ran, ne? Natürlich. Ja, ohne das Glas kaputt zu machen. Oder? Warte. Hä? Okay. Komisch. Ich brauche eine, Marke. Ich muss das eh wieder alles aufsammeln. Oh, geht so schnell? Chris? Was? War das jetzt beabsichtigt, dass du da runter gehst? Ja. Okay. Ja. Ich wollte die Lava abbauen. Ich dachte, ich könnte ein bisschen der Lava aushalten.